willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Keller Show. Wir sind wieder da im tiefen Keller mit tollen Gästen und guter Musik. Und nun freuen Sie sich auf unseren Gastgeber, Thomas von Metz. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. An den Zapfsäulen, Helly. Die Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Chris Kaufmann an der Gitarre, am Schlagzeug Markus Meckmeier und am Bass die Legende Andreas Doando Marmsola. Die Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Tja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier im Sudwerk des Batzenhäusers in Bozen. Tja, diese Aufzeichnung der Toms Keller Show findet in Zeiten von Covid-19 statt. Für uns kein Problem, denn mit ein paar einfachen Regeln werden wir trotzdem einen wundervollen, sensationellen Abend haben, oder? Ja, nun freuen Sie sich mit mir auf eine vielseitige Musikerin, auf einen Mann, für den wahrscheinlich das Kurzbahnschwimmen sich so anfühlt wie ein Kindergeburtstag, und auf eine Frau, die am liebsten im Leben fest im Sattel sitzt. Und jetzt fehlt mir nur noch die eine, die bezaubernde Manuela Ramosa. Auch von mir. Die Sängerin und Liedermacherin aus Kaltern ist seit 1991 europaweit erfolgreich. 3 Jahre lang war sie Leadsängerin bei Westbound, spielte in diversen Bands, bis sie sich für eine Solokarriere entschied. Ob Deutsch, Italienisch oder Englisch, sie singt im Fernsehen, bei Live-Konzerten und auf Theaterbühnen. Ich bin sehr gespannt, was sie uns als Erstes mitgebracht hat. Bühne frei für Barbara Zanetti. Fianco!
Sensationell! Schönen Abend, Barbara. Grüß dich. Komm mal her. Bitte. Okay. Was darf man denn jetzt zum Trinken anbieten? Ein Bier. Ein Bierchen. Ein Bierchen. Ja. Du hast mir was mitgebracht. Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar, weil ich weiß, dass du ein passionierter Läufer bist, habe ich dir ein Laufleibchen mitgebracht. Aber nicht nur irgendein Laufleibchen, sondern vom mit Lauf der Läufe von New York City Marathon, limitierte Auflage. Für den Run for Life, das Projekt von Alfred Monsorno, mit, wenn ich richtig informiert bin, mit einem Baujahr. Das sehen Sie zu ja, unfassbar! Hey! Also, das muss ich aussortieren. Das tut derweil aus. Ist man mit einem schneller? Ja. Schon? Hast du es probiert? Vom Sagen her. Also, also bei New York City Marathon nicht. Ich bin hast selber auch gelaufen, also auch in diesem Leibchen. Und in dem? Hast du aber nicht gewaschen? Nein, nicht in deinem limitierten. 73 ist nicht mein Jahrgang. Weißt. Stimmt. Sam, okay. Na, herrlich. So. Das ist ja ein Projekt, Run for Life, das ist in Südtirol entstanden, von Alfred Monsorno. Der ist nebenbei auch da, den hast du mitgenommen. Ja. Und dazu hast du die Hymne geschrieben. Genau. Ja. Run mit for der life. Hast du sogar noch einen Preis gewonnen. Ja, erfreulicherweise. Ja. 2019. Und zwar nicht an Kloan, jetzt muss ich es noch mal auslesen. Die Deutsche Popstiftung hat die Kalterer Liedermacherin und Sängerin Barbara Zanetti mit einem der ersten drei Plätze des 37. Deutschen Pop- und Rockpreises 2019 für die Kategorie Bester Song des Jahres englischsprachig ausgezeichnet. Ja. Wahnsinn! Also solche Auszeichnungen, ja, Prost! Ja, schau. Ja. Ich habe heute besonders Sachen. Zum Wohl. Ich habe heute mit Gurke, braucht man für die Klarsicht. Lecker. Sensationell. Ja. Wenn man so viele Auszeichnungen kriegt, also das ist nur eine, die was jetzt aufgezählt hat, schon mehrere gekriegt. Ist man dann irgendwann mal angekommen im Sinne, wo du sagst, jetzt lass es? Oder ist das richtig los? Nein, das ist so schön. Also das ist ja, man arbeitet ja zu Hause beim Komponieren. Das, entsteht die langsam, so wie eine Geburt eigentlich plus minus, also unterschiedlichen Zeitraum, aber es ist wirklich, es geht nicht so ganz locker von der Hand, vor allem wenn es dann auch darum geht, dass man einen Auftrag erhält, dann hast du erst einmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einzulesen, im Sport praktiziere das dann auch, so wie bei Biathlon, wo ich dann angefangen habe, wirklich auf die Skier mir aufzuschnallen und die Schießen probieren, also es ist nicht so ganz einfach, also es entsteht ein langsamer Entwicklungsprozess und wenn man es dann letztendlich fertig produziert hat und es dann in den Menschen gefällt und man damit nur ausgezeichnet wird, dann ist es das Maximum. Ja, das kann man denken. Wann kommen dir so die Inspirationen an sich, die Auftragsarbeit? Also das war jetzt eine typische Auftragsarbeit, oder? Unterstrich ist es entstanden aus diesem Projekt heraus eben. Und was geht es bei dem Projekt Run for Life? Also Laufen ist jetzt mitgekriegt. Das ist ja ganz ein spezielles Projekt. Ja genau, das war eben so, dass der Alfred Monsorno, der ja vor 40 Jahren der erste Südtiroler war, der den New York City Marathon gelaufen ist und zwar in einer spektakulären Zeit. Der sagt, er möchte gern 40 Jahre später nochmal den Lauf antreten mit seinen beiden Söhnen, aber nicht um die Bestleistung im Sinne von der schnellsten Zeit wieder heranzukommen, sondern einfach als Charity Idee und Projekt. Und da hat sich das gut angeboten, weil Alzheimer, die Vereinigung, letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann starten wir so ein Projekt, laufen für den guten Zweck und spenden das. Und letztendlich abschließen haben wir das Projekt können mit 20.000 Euro. Boah. Auch dank deinem Song, der ja ganz gut umkommt, definitiv Preise einheimst. Alzheimer ist so ein bisschen ein Thema in letzter Zeit bei dir, denn erst kürzlich hast du wieder was gemacht mit den Vereinigten Bühnen. Ja. Und da gibt es ja auch ein neues Lied von dir. Da spielt nebenbei die Schwester von unserer Legende, von Andreas Marmsohler, die Litz Marmsohler, spielt in diesem Projekt die Hauptrolle und du hast die Musik gemacht. Genau, also das war sozusagen ein Alzheimer-Lied, eben aufgrund dieses Jubiläums. Ich muss sagen, ich selbst, meine Familie war auch betroffen, meine Oma war selbst an Alzheimer erkrankt. Von dem her habe ich gewusst, um was es geht, also um was mit dem Mensch passiert und vor allem auch, was mit dem Umfeld passiert. Und das Theaterstück ist sozusagen eine Uraufführung gewesen.
Wissen entstanden aus dem Erfahrungsbericht von der Edith Moroder, die selber jahrelang ihre Alzheimer-erkrankte Mutter gepflegt hat. Ja. Und aus diesem Erfahrungsbericht, das als Buch veröffentlicht worden ist, hat man das als Welturaufführung in Zusammenarbeit mit der Vereinigten Bühne Bozen auf die Bühne gestellt, in der Fassung von der Brigitte Knapp. Und eben, wie gesagt, hat die grandiose Litzmann-Solo war sehr ergreifend und ist beim Publikum auch sehr gut angekommen und hat natürlich auch das Thema in den Vordergrund gestellt, dass man darüber spricht. Das letzte Album, das du veröffentlicht hast, war 74, also nicht im Jahr 74, dann geht davon aus, du bist geboren. Ja, genau. Weil es findet sich kein Titel auf dem Album mit dem Titel 74. Das ist jetzt aber schon einige Jahre her. Warum jetzt so lange kein Album mehr? Das Album ist eine kostspielige Angelegenheit, ganz einfach. Nachdem ich alle meine Alben in Eigenregie produziert das und finanziert habe. Genau, das heißt, realisieren heißt für mich produzieren, heißt für mich bezahlen, also sie zu finanzieren. Und du weißt, von was wir da reden. Wie gesagt. Kost Kohle. Ja, und du kriegst das Geld ja nicht mehr rein. Also, heute kauft keiner mehr CDs, Nein, es kauft keiner. Platten vielleicht ein bisschen, oder? Oh, das kriegst du nicht mehr rein. Das ist sozusagen, das macht man auch für sich oder für die Fans und vor allem, wenn man auch in Sparten musikalisch zu Hause ist, die so Nischen bedienen, funktioniert das noch recht gut. Aber jetzt reich wird man nicht und wie gesagt, das große Geld auch nicht. Und das ist dann de facto zu 100% eine Investition, die macht man nicht alle zwei Jahre. Also das muss ein bisschen wieder sparen und dann, wenn wieder etwas zusammenkommt und man sich was auf Seiten getan hat, dann kann man wieder ein ganzes Album eben mit Studio, mit tollen Musikern, mit Live-Gästen. Also es ging ja auch billig, wenn man das alles aus der Konsole rausnimmt. Ja, das ist nicht das ist nicht der Sound dann. Ja. Das hört man ja heim so, auch wie mit den Jungs auf der Bühne zu stehen. Ich habe fast den Text am Anfang gegessen, ehrlich. Weil ich bin ist das so ergreifend gewesen? Oder? Das ist ganz eine andere Situation. Also Musik ist ja durchdringend, also man kann sich dem ja nicht entziehen. Es ist nicht so wie bei Worten, wo man sich dann vielleicht auch davor verschließen kann. Musik durchdringt einen. Und schon beim ersten Sound, und nachdem ich nicht viel mit Band spiele, sondern mehr alleine unterwegs bin und arbeite vor allem alleine beim Komponieren, ja, hat es mich fast rausgefahren. Ja, ehrlich. Ups, ich fange gut an. Gut, und mit den Jungs kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, die Show fängt schon gut an. Ja. Das war Weltklasse. Ja. Barbara, du singst mittlerweile in drei Sprachen. Ich kann mich noch erinnern, losgegangen ist in Englisch. Ja, genau. Damals mit Westbound, dann gab es Carpe Diem. Carpe Diem. Ja. Sowas, gell? Mit Carpe Diem auch ausschließlich Englischsprache. Ich habe Englisch gewinnt. Ja. Dann Deutsch und jetzt Italienisch. Mir haben gerade vor den Titel gehört. Fianco a Fianco. Ja. Was geht es denn in den Titel? Warum Italienisch? Ich habe eigentlich, sobald ich angefangen habe, alleine zu produzieren, seit 2001 auf jedem Album eine italienische Nummer drauf. Und zwar hat das auch den Grund, nicht wegen der Zweisprachigkeit, sondern einfach, weil im deutschsprachigen Raum Italienisch sehr gut ankommt und meine Fernsehauftritte auch immer gern italienischsprachige Songs herausgepickt worden sind. Von dem Aspekt her habe ich dann immer beschlossen gehabt, so mindestens ein Song soll dann italienischsprachig sein. Und da, das ist jetzt keine große Lyrik, also da geht es einfach das so Reggae angehaucht, wie man gehört hat. Und sagen wir, es ist eine Ode an die Freundschaft. Und das am Meer oder nicht das richtig verstanden? Ja, das geht um die Leichtigkeit eben, dass eben eine Freundschaft in dieser Form der Beziehung eben auch die Leichtigkeit und die Tiefe hat und auch die Liebe hat. Und dass das einfach so jemandem zu begegnen als Freund an der Seite, als Weggefährten oder einfach als guten Buddy, dass das einfach dass man leichter durchs Leben kommt mit guten Freunden an der Seite. Das sind meine Freunde! Das waren deine guten Freunde jetzt. Leben ist ja grundsätzlich so ein bisschen, das kommt immer wieder vor in deinen Songs, das Leben. Ja, ist das so das Hauptthema? Ja, das setzt du dich immer wieder mit diesem Thema wie gesagt, wir haben dieses Geschenk vom Leben bekommen und es hat bestenfalls ist es ein intensives, schönes, erfülltes Leben. Und dann hat es natürlich Auf und Abs. Aber genau das macht es so spannend, weil das macht es auch so lebenswert und so einmalig und darüber muss man singen. Also, geht nicht anders. Nein, es geht nicht anders. Es ist ja eben. Es ist ja, es fließt eben alles und es ist Bewegung. Und so ist es dann auch naheliegend, dass man es in Musik kleidet. Fein. Was steht jetzt an in Kürze? In Kürze gibt es eine neue Produktion, das heißt eine weitere. Aber kein Album, gell? Ne? Was zu tun? Ich lebe schon von meinem Ersparten. Ich kann nicht jetzt noch in diesen Zeiten lebe ich schon von meinem Ersparten. Ich würde mich jetzt anbieten, dass wir jetzt da ein Spendenkonto einblenden. Nein, und kann man es dann machen. Probier mal. Bestechen wir die Regie. Okay. Es steht an eine Auftragskomposition. Und zwar wird sie demnächst, das heißt Oktober, November, wenn wir ins Studio gehen und das fertig produzieren. Und veröffentlicht wird es dann Mitte Januar im Rahmen einer großen Jubiläumsfeier, auch mit Pressekonferenz. Und mehr darf ich nicht sagen, weil es ist
tolle Geschichte wieder und wieder ein tolles Jubiläum. Und inhaltlich, muss ich sagen, glaube ich, spricht es jeden an. Okay, dann sind wir mal ganz gespannt. Ja. Barbara Zanetti. Danke. Jetzt, Barbara, ist es ja doch üblich, dass das Publikum Fragen stellen darf. Und die Manuela ist on Tour und hat die Bierdeckel mit, denn die Gäste durften Fragen auf die Bierdeckel schreiben. Leider darf ich mich nicht gleich mal rumstellen. Ja, ich fühle mich echt einsam. Zwei Frauen und so weit weg. Unfassbar. Nicht gewählt da, gell? Barbara, wann läufst du Marathon? Oh, da muss ich noch viel trainieren. Also, vielleicht das Eibele. Ich habe noch eins schon, also das ist wirklich exklusiv für dich. Ja. Ich glaube, dass wir nicht darüber raussehen, über einen wirklichen Marathon zu laufen, muss ich sagen. Ich habe zwar die Freude entdeckt durch diese Komposition, durch die Motivation von Alfred Mosoner. Und ich muss sagen, dass ich das ganze Jahr trainiert habe, weil ich eben auch die Botschafterin bin. Aber einen Marathon soll ich mir nicht darüber raus. Nein. Einen halben vielleicht. Einen halben Jahr. Ja, machst du halben, ist der Ganze. Tom, so machen wir es. In halben noch, in halben noch. Ja, genau. aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Singend natürlich. An welchen Auftritt erinnerst du dich am liebsten zurück? Das ist jetzt ganz schwierig. Bei all dem, was du erlebt hast, gell? Also ich spiele Hymnen für Großveranstaltungen. Ja, also ich sage, Großveranstaltungen haben von der Konzentration her und von der Dynamik schon was Besonderes. Mhm. Aber das Schwierigste ist, vor kleinem Publikum zu singen, weil es so intim ist, weil man so gleich dran ist. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht eines speziell und explizit nennen, aber es sind de facto die kleinen, intimen Konzerte, wo man wirklich fast den Atem vom Publikum eben spürt. Es sind Zeiten wie diesen, ist nicht so ideal. Aber ich sage, das sind ganz besondere Auftritte, ganz besondere Konzerte, weil man ja sehr viel teilt. Musik ist ja, man gibt ja so viel auch her und zeigt auch so viel. Mhm. Und dann ist das ganz was Besonderes. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine haben wir noch. Wie hast du die letzten Monate als Künstlerin erlebt? Mir ist es extrem gut gegangen, muss ich sagen. Es war enttäuschend, die ganzen Absagen. Wie gesagt, man hofft und die Hoffnung stirbt einem zum Schluss. De facto war es dann ganz konkret, dass das Jahr einfach vom künstlerischen Aspekt mit Publikum auf Minimum reduziert wird. Aber ich persönlich an die Zeit, wenn man es so sagen darf, für mich genossen. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt zu Hause, ich habe musiziert, ich habe wahrscheinlich so wie alle anderen auch mal alles aufgeräumt und geputzt und gemacht. Und es war angenehm. Also es war tiefenentspannt und ich habe null Druck empfunden, etwas zu müssen. Fein. Ist das aber auch dieses Gefühl, weil es eh so ist, jetzt darf man mal nichts tun? Meine Buben dann sagen, schimpeln. Nein, also geschimpelt, muss ich eben sagen, ist de facto gar nichts. Du hast geputzt, nicht geschimpelt. De facto ist viel geputzt geworden, aber es ist halt einfach, man hat dürfen sein. Mhm. Und die Welt ist kurz stillgestanden. Und es hat aber auch gepasst. Also natürlich, die Konsequenzen sind horrend. Es ist wirklich, und mich darüber nicht. Auf alle Fälle. Aber es hat gepasst im Sein, einfach mal und für sich zu sein. Und ja, das finde ich ganz entspannend, muss ich sagen, weil vor allem heutzutage mit dem extremen Druck, wo Menschen tagtäglich in der Früh, wenn sie das Haus verlassen und auf Nacht kommen, ständig müssen und leisten und das durchgehend, also das ist ja nie eine Atempause. Mhm. Wenn ich heim super war, ja super, morgen muss wieder gleich. Also das kann so streng sein. Ja. Und an dem dann ständig gemessen zu werden, finde ich ungesund. Dann war die Entschleunigung genau das Richtige, oder? Ich habe sie als angenehm empfunden, ja. Fein. Mama, so nicht hin. Barbara, du hast uns ein paar Songs mitgebracht, zum Glück. Ja. Darauf freuen wir uns. Der nächste Titel ist Dein Leben. Ja. Der hat genau jetzt damit zu tun, was wir davor erzählt haben, mit der Volksbühne. Habe ich es richtig gesagt? Das hat zu tun mit der Alzheimer-Vereinigung. Genau. Und zwar ist es ein Alzheimer-Lied. Alzheimer-Lied. Also sozusagen ist aus dieser Thematik heraus entstanden und beinhaltet sozusagen die Alzheimer-Krankheit. Beziehungsweise, wenn man sich so langsam vom Leben eben, wenn sich dieses Leben zurückdreht und man zum Kind wird und dann auch irgendwann die Persönlichkeit nicht mehr da ist. Also der Mensch, den man so gekannt hat, den gibt es in dieser Form nicht mehr. Jetzt bin ich echt gespannt, wie der Song ist. Okay. Also, Maske rauf, ab. Barbara Zanetti, auf den Weg, auf die Bühne. Und ja, auf jeden Fall Bühne frei jetzt für Barbara Zanetti und ihren Song
dein Leben. Unerreichbar und doch so nah scheint es bedeutungslos, was gestern war. Seh dich geborgen im Nichts versinken, alles verändert und bewegt sich fort. Nichts bleibt, der Geist wechselt sanft den Ort. Von hier wanderst du nun weiter, von wunderbaren Menschen getragen, sind nun Engel deine Begleiter. Dein Tanz, der zärtlich sich im Kreise dreht, vertraut, einmalig mit dem Wind verweht, verliert sich, um neu zu finden. Wenn sich das Leben langsam rückwärts dreht, die Liebe einfach gegenübersteht, sind wir in Zuversicht verbunden. Fußspuren am Himmel, leuchtenden Weg über den schmalen Steg, über den schmalen Steg. Persönlich leise der Blick zurück, dankbar für jeden kostbaren Augenblick. Der Horizont reicht dir die Hände, von Stille umgeben, du bist nicht allein. Behütet, im tiefsten Innern vereint, werd ich für immer bei dir sein. Der Schleier fällt inmitten des Lichts, hat die Ewigkeit dein Leben, hat die Ewigkeit dein Leben, dein Leben. Zählt zur Weltelite der Langstreckenschwimmer. Als erster Italiener gehört er zum exklusiven Club der Triple Crown of Open Water Swimming Athleten. Das heißt, er hat 3 Schwimmmarathons, den Englischen Kanal, die Umrundung von Manhattan und den Catalina-Kanal erfolgreich bewältigt. Mittlerweile macht er Kurzdistanzen im Eiswasser. Das heißt, die Badesaison fängt bei ihm dann an, wenn es für uns schon viel zu kalt ist. Herzlich willkommen, Thomas Kofler. Thomas, grüß dich. Bitte, nimm Platz. Hallo. Thomas, was darf man denn zum Trinken anbieten? Zum Trinken nehmen wir Bier, bitte. Ja. Danke. Ich habe was mitgebracht. Du hast was mitgebracht, genau. Jetzt bin ich gespannt. Also ich bin ja Schwimmer und ich bringe dir eine Schwimmhaube mit, okay, die
die in Slowenien im Februar benutzt dann bei der Winterschwimm-Weltmeisterschaft. Das war heuer, gell? Im Februar war das, ja. Also vor dem Lockdown noch. Und ja, die habe ich aufgehabt, bin in die Kurzstrecken geschwommen. Und war ein wunderbares Erlebnis. Da war ich 2010 schon einmal dort. Und jetzt noch 10 Jahre, haben sie wieder dort die Weltmeisterschaft ausgerichtet und dann bin ich wieder dabei gewesen. Thomas, was kann man sich denn da jetzt darunter vorstellen? Eisschwimmen. Das heißt, mit Neopren, ohne Neopren. Ja, alles. Und wie kalt ist das Wasser? Eisschwimmen ist technisch definiert. Also Eisschwimmen heißt von alles, was unter 5 Grad ist, 5 Grad Celsius. Alles unter 5 Grad? Genau. Also so klein. Kalt. So klein, genau. Genau. Ja, unfassbar. Unfassbar, ja. Aber machbar. Machbar. Und machbar. Wie lang sind da die Distanzen? Wie lang bist du im Wasser? Das ist unterschiedlich. Also bei den Wettbewerben sind es Starts mit 25 Meter. 25 Meter, 50 Meter, 100 Meter. Also 25 Meter war so die halbe olympische Bahn, nicht? Genau. Es war 50, Kurzstrecke. Kurzstrecke, 50 Meter ist die olympische Distanz und dann 100 Meter zweimal. Dann gibt es die langen Schwimms, Eisschwimms. Einmal 1000 Meter und einmal so die sogenannte Eismeile, also 1609 Meter. Und sind auch ohne Neopren? Alles ohne Neopren, ja. Puh. Und Sell ist sehr schwierig. Das kann ich mir denken. Es geht um Temperaturen. Also ich kenne es jetzt aus meinem Sport, Triathlon, kam ich unter, glaube ich, 20 Grad, müssen wir eh Neopren annehmen. Genau. Wir können auch nicht schwimmen. Aber hast du das jetzt gesagt? Bleiben wir vielleicht kurz beim Eisschwimmen, das ist echt schräg. Denn die Gefahr ist ja, dass man eben unterkühlt, denn das Wasser kühlt ja die Temperatur des Körpers runter. Genau. Deswegen müssen wir ab einer gewissen Temperatur müssen wir Neopren anziehen und ihr macht das bewusst ohne. Wie schützen die noch vor der Kälte? Ein bisschen Körperfett. Also das ist der Biopren. Also das ist ja dein Sport so wie mir raus. Aber Spaß beiseite, wirklich Körperfett, also bewusst müsst ihr euch, das ist jetzt vorsichtig sagen, eine Fettschicht anessen. Anessen ist vielleicht übertrieben, aber wenn man schon vom Typus her, so wie ich, eher dazu neige, nicht schlank zu sein, dann unterstützt das, hilft es natürlich sehr. Es ist aber unabhängig von der Körperkonstitution, ist es ein sehr langsamer, gradueller Prozess, um zu diesen längeren Distanzen hinzukommen, dass man die auch schwimmen kann. Ich kann mich erinnern, wenn ich angefangen habe, ich habe so 2007 bin ich das erste Mal wirklich in kaltem Wasser geschwommen. Entschuldigung, was passiert im Leben, dass man 2007 sich entscheidet, ins kalte Wasser zu hüpfen? Das Leben gibt ja ab und an solche Sachen, aber ja, genau. Warum Eisschwimmen? Das hat sich entwickelt, weil ich bin Langstreckenschwimmer und da habe ich irgendwann mal mit einer englischen Reisegesellschaft, der Schwimmreisegesellschaft, habe ich 2015 war ich in Kroatien und haben dort einen Schwimmurlaub gemacht. Da sind wir jeden Tag von Insel zu Insel geschwommen, 3-5 Kilometer. Andere machen das mit dem Boot. Genau, wir haben Schwimmen gemacht. Dort waren die Temperaturen sehr angenehm. Und 2 Jahre später, 2017, bin ich dann wieder mit der gleichen Gesellschaft, bin ich dann nach Schottland eingefahren, in den Inneren Hebriden, auch wieder zwischen Jura, Skara, also diese Inseln, die Inneren Hebriden bilden. Und dort sind wir dann mit Neopren gestartet und sind auch von Insel zu Insel geschwommen. So wie ein Trek praktisch mit Camping und so weiter. Und irgendwann mal, am dritten Tag, glaube ich, war das, da sind wir vom Festland zu einer kleinen Insel rausgeschwommen mit Neopren. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, zu John, der damalige Reiseleiter, habe gesagt, John, ich möchte das gerne mal ohne Neopren probieren. Und es war kalt, es war 14 Grad, es war wirklich kalt. Außentemperatur? Oder nein, Wassertemperatur. Wassertemperatur. Außentemperatur, ja, mehr oder weniger das Gleiche. Und dann bin ich noch in Neoprenanzug angezogen und bin nochmal rausgeschwommen zu der Insel und wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, das war jetzt sehr, sehr kalt, aber das ist es. Und seitdem haben wir nie mehr an Neoprenanzug. Und seitdem schaust du so jung aus. Unfassbar. Seitdem habe ich nie mehr eine Grippe gehabt. Das härtet ab, das oder? Das glaube ich. Mit diesen Schockdings da. Ja. Aber kommen wir zuerst aus der Langstrecke. Also Langstrecke ist ja auch schon wieder, ist natürlich schwierig, was ist normal. Aber halt auch nicht irgendwo mal im Urlaub ein paar Meter schwimmen.
was ist das jetzt? Also du hast diesen Triple Crown of Open Water Swimming. Genau. Diese Trophäe gekriegt. Und du bist der erste Italiener, der das geschafft hat. Richtig. Ich bin damit wir so ein bisschen einen Überblick kriegen. Mhm. Wir haben da jetzt ein paar Fotos mit. Okay. Darauf. Schauen, ob ich das so also hinkriege. Das ist jetzt meine neue, moderne Technik. Du zum Beispiel, also Langstrecke, das heißt, man ist lang unterwegs. Mhm. Wie viele Stunden ungefähr? Marathon-Schwimmen startet ab 10 Kilometer. Ab 10 Kilometer wird es als Marathon-Swim definiert. Mhm. Ich bin die drei großen Swims, die ich gemacht habe, Ärmelkanal, Catalina-Kanal, Catalina-Channel und Manhattan, also um Manhattan schwimmen, die starten zeitmäßig ab 15 Stunden, also wir haben 15 Stunden vier... 15 Stunden im Wasser. 15 Stunden. Lass mir mal die Finger umschauen. Hast du da Schwimmhandy? Ich war halt bei der Maniküre neu, muss ich kurz ein aber das immer, also 15 Stunden, da muss man mal was trinken, mal was essen. Genau. Schlafen ist trinken, nicht drin. Trinken. Essen gar nichts, oder? Null, nein. Also es bringt nichts, weil man kann, wenn man so lange schwimmt und vor allem, wenn man in Salzwasser schwimmt, erstens gibt es keine Energie man kann auch nicht richtig schlucken. Also es ist schon eine eigene Welt. Also wenn man so lange in Salzwasser schwimmt, da geht es einfach darum, nicht auszukühlen. Und das heißt, man trinkt eher warme Sachen, heiß-warme Sachen. So ein Maltodextrin, also ein langkettigen Zucker, den man alle halbe Stunde oder alle Stunde mich ernährt. Und das macht man halt so lang, bis man halt bis zum Ziel ist. Genau. Also man sieht es, du kraulst. Genau. Ja. Also jetzt weiß ich, wer da im Publikum ist und schafft 100 Meter kraulen, sind auch schon gute Schwimmer. Jens noch mit Ach und Krach mal auf 1900 Meter geschafft. Okay, gut. Aber über 10 Kilometer immer kraulen. Ja. Also Ärmelkanal, wie gesagt, 34 Kilometer, gerade Strecke. Und man hat ja nur die Gezeiten, also die Strömungen. Genau. Das heißt, es dauert, man schwimmt die Travel Distance, also die Distanz, die man effektiv reist. Weil die muss man wahrscheinlich nur gut planen, weil sonst man schon 6 Meter, oder? Das wird sehr genau mit dem Boat Pilot, also mit dem Kapitän geplant. Und der rechnet praktisch vom Ankunft, vom idealen Landungsplatz im Ärmelkanal rechnet er rückwärts. Okay. Also damit du das Ziel gut anpasst. Er rechnet die Gezeiten ein, er rechnet meine durchschnittliche Zeit ein. Und das ist so ein Trainingsmoment, oder? Das ist auf dem Langsee, in den Sponser Seen, in der Dechselgruppe. Und gefühlt 10 Grad? Gefühlt 11, 12 Grad. Das ist ein Kilometer und das habe ich mehrmals gemacht. Das ist Manhattan, ja. Das ist Manhattan? Ja, das war traumhaft. Also das war wirklich... Das Tolle an Manhattan ist, dass man eben im Unterschied zu Catalina oder Channel, wo es sowieso Wasser und schon gar nichts gibt. Oder kannst du zumindest in die Stadt umschauen beim Schwimmen. Und ich kann es mir schlecht vorstellen. man kann eigentlich von Gebäude zu Gebäude schwimmen, auch von Brücke zu Brücke. Man schwimmt eigentlich viel zu Bridge to Bridge. Und da Manhattan, also um Manhattan schwimmen, wenn ich geschwommen bin, dann hat der quasi Manhattan International Marathon Swim, also MIMS. Mittlerweile ist eine andere Organisation, die das organisiert und der heißt es mit 20 Bridges. 20 Bridges Swim, weil es eben 20 Brücken sind, die man durchschwimmt. Das, war jetzt so das Boot, das was Sie begleitet? Das ist Catalina. Okay. Da bin ich in Catalina geschwommen. Da sieht man auch perfektes, flaches Wasser, wunderschön. Da bin ich Stunde. Top-Verhältnisse. Top-Verhältnisse, perfekt. Das ist das Kajak und das Boot ist von dort, wo das Foto gemacht worden ist. Ah, okay. Also in Catalina, im Unterschied zum Ärmelkanal, in Catalina ist ein Begleitboot und ein Kajak und der Schwimmer ist typischerweise zwischen Boot und Kajak. Im Ärmelkanal ist Kajak nicht erlaubt und da ist nur ein Boot. Okay. Das ist jetzt Leidenschaft, Hobby, das machst du nicht als Beruf? Das ist also du bist nur nicht von Hobby. Irgendein einer Brause gesponsert oder so? Also das machst du als Freiwilligenstücken? Aus absolut freiwilligen Stücken. Das ist auch nie ein Geschäft, weil man so leicht ausgibt und nichts verdient. Also. Und im Warenleben, was machst du denn? Im wahren Leben bin ich beruflich arbeite in einer Bank. Also ich bin Kreditdirektor von einer regionalen Bank, einer regionalen Bank mit Sitz in Bozen. Und hat jetzt eigentlich mit Schwimmen direkt nichts zu tun. Aber da nimmt man schon einiges mit, denke ich mal, weil auch die Bank oder das ganze System ist ein bisschen im Wandel. Ja. Und durch ist das Gleiche, also aufgeben... Geht schlecht, oder? Also dann sauft man ab. Das heißt, irgendwo, wenn man so einen Sport hat, wo man lang ein Ziel fokussiert und dann nicht aufgibt, dann hilft einem das im Leben schon weiter. Sehr weiter, ja. Also das kann ich absolut bestätigen. Ian hat zu mir selbst gesagt, für mich war der Ärmelkanal 2009, das war der erste, also ich habe mit dem schwierigsten und mit dem längsten von diesen drei großen Swims angefangen.
ich will jetzt nicht sagen, dass es eine zweite Geburt war, aber das war schon ein sehr einschneidender Moment in meinem Leben. Weil, also andere machen den Jakobsweg und du schwimmst in den Kanal. Genau. Thomas, was steht jetzt in Zukunft an? Was möchtest du noch erreichen, schwimmerisch, so jetzt einmal? Schwimmerisch ist es so, dass ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr keine großen Swims mehr mache, weil ich einfach Schwierigkeiten habe, im Winter in ein Hallenboot reinzugehen, also in 25 Meter Becken zu trainieren. Das ist lang genug. Ja, eben, ich brauche ein Hallenboot, was 200 Meter lang ist. Also das gibt es nicht. Gibt es leider nicht. Ne? Und entsprechend habe ich 2016 dann eigentlich mit dem Langstreckenschwimmen aufgehört, weil ich nicht mehr trainiere. Aber ich mache jetzt noch Bergseeschwimmen. Wir haben da in Südtirol, wir sind auf dem herrschenden Bergsee im Alpenkamm gewesen, auf dem Matscha-Jochsee sind wir aufgegangen, mit einem Engländer und einem Italiener und dann Tschechen. Und sind auf 3.100 Meter sind wir gute 5 Minuten geschwommen. Mhm. Also es war auch um 5 Grad, es war schweinekalt. und sonst, momentan bin ich mehr seit 2-3 Jahren begleitet. Ich bin gerade Anfang September war in Dover, also in England, und dann eine gute Freundin aus Mailand begleitet, die auch in ihrem Kanal geschwommen ist, die vorher um Manhattan geschwommen ist, haben wir sie auch begleitet. Also die ist jetzt drauf und dran, den Triple Crown. Die hat jetzt mit dem Kanal aus dem Triple Crown gemacht. Ja. Und die haben sie ein bisschen so als Mentor, nicht als Trainer oder als Coach, sondern als Mentor haben sie begleitet. Und die hat jetzt praktisch das Gleiche gemacht wie ich. Also ist die erste Frau, die den Triple Crown gemacht hat. Sensationell. Ja. Thomas Kofler, ja. Wahnsinn. Jetzt bin ich echt gespannt, was das Publikum von dir wissen will. Die Manu schwimmt durch den Kellerkanal hier durch. Schauen wir, welche Fragen da kommen. Wahnsinn. Wie weiter schwimmst du es? Na bitte, herauf. Ich kann nicht einmal gescheit Brust schwimmen. Ich weiß, das war wichtig, nicht? Ein ja, gutes Training, wenn du an eine Wassergeburt zum Beispiel denkst. So. Ja. So vielleicht ein Würmers. Mal schauen, Schießlos. Im Fall reden wir es einmal durch. Ich stimme allein um, Duschst du in der Früh warm oder kalt? Ja, gute Frage. Also mittlerweile warm, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, als ich mich für den Ärmelkanal trainiert habe, dann habe ich über ein Jahr lang nur kalt geduscht. Ja. Und ist das dann auch die Vorbereitung? Das ist eine Abhärtung, ja. Ja, nein, im Winter nicht geheizt. Also ich bin bewusst im Kalten gewesen. Sehr nachhaltig unterwegs gewesen. Ja. Sehr nachhaltig, ja. Also kalt Wasser, nicht heizen. Ich heize heute noch nicht. Wirklich, aufs Allerkälteste in der Dusche. Und einfach rein. Ja, genau. Ja, das muss man wählen. Das muss man ja wirklich. Aus der Komfortzone raus. Ganz genau, ganz genau. Woran denkst du 15 Stunden lang, wenn du schwimmst? An alles und eigentlich an nichts auch. Also es ist schon wirklich so ein bisschen so ein Zen-Modus. Mhm. Und wenn man mal in Flow hineinkommt, wie es beim Laufen auch der Fall ist, dann geht es einfach. Und dann schwimmt man und man denkt ein bisschen an die Kraultechnik und man schaut, dass man nicht in eine Quali reinschwimmt, die unangenehm sein kann. Aber sonst denkt man auch stundenweise nichts. Mhm. Also, und eigentlich, das Kanalschwimmen geht es darum, vom Feed zu Feed schwimmen, also von Trinken zu Trinken. Man schwimmt von halbe Stunde zu halbe Stunde oder Stunde zu Stunde. Und das ist es eigentlich. Zählst du mit? Ich zähle nicht mit, nein. Aber ich war jetzt, nachdem ich in Dover war, war ich in Neapel, weil ein guter Freund mittlerweile auch, bei dem ich viel trainiert habe in Irland, als Trainingslager für den Ärmelkanal und für die anderen Swims, der ist Capri-Napoli geschwommen, also von Capri nach Neapel. Das sind 32, 33 Kilometer. Und man sieht schon Kohle, gell? Ja. Und der ist, der zum Beispiel, der zählt seine Schläge. Also der weiß genau, wie viele Schläge er hat und der kann auch die Distanz abschätzen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Da kommen ein paar tausende Schläge zusammen. Ärmelkanal waren 40.000 Schläge. 40.000 Schläge. Ja. Genau. Brutal. Ja. Ohne Gärtner, oder? Ja, unbedingt. Wir überziehen heute. Okay. Wie hat dein Training für den Marathon ausgesehen? Einfach viel trainieren unter der Woche. Also ich war mindestens dreimal unter der Woche nach der Arbeit im Meraner Hallenbad. Mhm. Im Winter typischerweise. Und am Wochenende dann, also da geht es um seine Trainingseinheiten von einer Stunde, eineinhalb Stunden. Da geht es mehr um Bildtechnik, Speed, also Geschwindigkeit. Und am Wochenende dann immer im Winter in der Halle lange Swims. Also 5 Kilometer, 10 Kilometer. Mhm. Also das ist schon relativ monoton, weil man in
20 Meter Becken oder 10 Kilometer hin und her das kenn ich. Gondeln muss. Ja, genau. Du vergisst nein, irgendwann ist zählen. Ja, ganz genau. Thomas Kofler, herzlichen Dank. Wahnsinn. Die Barbara hat jetzt noch einen Song mitgebracht. Ich schicke dich wieder rauf auf die Bühne. Jetzt werden Schwimmen, Musik, Kochen geht nicht oder gang jetzt schon mittlerweile ganz mit der schon, Technik? Ganz schon. Wäre das eine Option zu überbrücken die Zeit nein, für dich? Nicht, halt. Dann willst also du bin, auf die fokussiert bleiben. Während der Marathon-Swims ist verboten. Also man darf es nicht, weil es ein extrem puristischer Sport und ich auch. Und auch ihr vom Typus her, also es ist Schwimmhose, Badehaube, Schwimmbrille, ein bisschen Vaseline unter den Armen und das war's. Damit man sich und, nicht auf. Dass man nicht aufreibt, genau, ja. Und das war's. Aber gute Musik wäre vielleicht ab und an hilfreich, zumindest im Training. Barbara Zanetti mit einem super Song, Der Ring. Bühne frei. Morgen zurück zum Ursprung, wo ist der Ring? Man spricht von Verschwörung, zeigt keine Empörung, sichtbar verborgen das Erbe der Sinn. Ein Glühen, ein Brennen, Hirscharen rennen, zur Schlachtbank Dilemma, der König ist will. Ein Flughorn von Schätzen in Trümmern und Scherben, Glocken läuten. Alles steht still. Propaganda, Märchen, Gewalt, Fantasien, Rattenfänger. Kann man entfliehen? Von Wende, Demokratie und Völkerrecht. Systeme bedienen, Kriegsreiber verdienen. Mutlose Haltung, politisch korrekt. Extreme, fanatische Protagonisten auf schlüpfrigen Straßen mit Lobbyisten. Kritiklose Fragen, Botanisten, die klagen. Korrupte Schweigen, die Herzjagd beginnt. Propaganda, Märchen, Gewalt, Fantasien, Rattenfänger. Kann man entfliehen? Erzählen. Verbringt jede freie Minute im Stall bei ihren Pferden.
Mit 13 nahm sie an ihrem ersten Rennen teil. Nach 83 Siegen, 89 Zweiten und 103 dritten Plätzen hat sie ihre Karriere als Amateurjockey an den Nagel gehängt. Heute werden ihre Pferde nur mehr von Berufsjockeys geritten. Sie sagt, für den Sieg sei zu 70% das Pferd verantwortlich. Dabei kommt es einzig und allein auf das richtige Training an. Und darum kümmert sie sich mit Leib und Seele. Herzlich willkommen, Claudia Freitag. Schönen guten Abend, Claudia. Hallo. Toll, dass du da bist. Bitte nimm Platz. Die Maske. Die Maske. So. Was dürfen wir dir zum Trinken anbieten? Vielleicht ein Glas Weißwein. Ein Glas Weißwein. Haben wir, gell? Ja. Du hast mir was mitgebracht, Claudia. Ich habe ein Geschenk für dich, genau. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt auch deine Größe ist, jedenfalls meine Größe war es, das sind meine Reithandschuhe. Oh, okay. In Stallfarbe, weil bei Rennpferden spricht man von sogenannten Stallfarben. Das sind dann diese lustigen Dress in allen Farben. Und meine Stallfarben sind violett mit silbernen Sternen. Herzlichen Dank. Das heißt, mit diesen Handschuhen bist du mit deinem Pferd unterwegs, richtig schnell. Und das sind genau die Dinge. Die helfen beim Bremsen. Die Handschuhe braucht man beim Bremsen. Ist auch wichtig, ab und an bremsen. Genau. Oder? Ja. Dann vielleicht getraue ich mich echt einmal auch für so ein Pferd. Ja, probier's. Vielleicht mit deiner Hilfe. Ja. Da haben wir diese Farben, wir haben sie hier. Ist das, so? Das? Genau, das sind die. Da sehen wir es, oder? Ja, genau, da sieht man es gut. Das sind die sogenannten Stallfarben. Ja, das bin ich. Das bist du. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das bin ich schon. Mhm. Und das war in Doha, in Katar. Da bin ich eingeladen worden zu einem internationalen Rennen für Damen. Mhm. Das ist nicht Alm. Ja, das würde mich interessieren. Also Jockey, eine Dame da, das schaut echt gut aus. Für mich war der Inbegriff aber das ist eher eine Männerdomäne, oder? Oder ist das jetzt, also Reiten Mädchen ja, aber der Rennsport ist, ja, ist eher eine Männerdomäne. Ist es so oder gibt es auch gemischte oder Kategorien? Ja, nein, es gibt gemischte Kategorien. Also bei uns spricht man hauptsächlich von gemischten Kategorien. Was man unterscheiden muss und was viele eben sich, wo sie sich vertieren, das ist, es gibt Jockeys, das sind Berufsreiter, die tun nur das. Und dann gibt es Amateurreiter. Und bei den Amateurreitern wird oft unterschieden zwischen Damenrennen und gemischten Rennen. Mhm. Die Amateurreiter, die machen generell eigentlich was anderes im Leben. Die haben einen Beruf, ja, und machen so wie du das zum Beispiel, gell? Genau. Also im Psyer bist du ab so einem Betrieb zu Hause. Ja. Der Rennstall befindet sich in Meran. Du pendelst praktisch täglich ein, zwei, ja, dreimal. Wie oft hin und her? Ja, nein, also ich pendle schon nur am Vormittag. Mhm. Also in aller Früh zu den Pferden. Täglich? Und täglich, ja. Immer. Egal welches immer Wetter, ob du Lust hast, ob du Kellershow gewesen bist, wurscht. Nächsten Tag in der Früh musst du hin. Ja, ja. Nein, die Pferde müssen versorgt werden. Also das, ich meine, der Bauer geht ja in den Stall, wenn es regnet. Stimmt. Eben. Er hat den Stall meistens neben den Hof. Das ist ein bisschen Strecke zu machen. Der hat es halt besser. Jetzt hast du ja ein Bombenjahr gehabt. Das war im Jahre, wann ich mir das auch schon, 1990. Ja. Da bist du in den Jungs ziemlich um die Ohren geritten und hast 6 Siege in jenem Jahr eingefahren, sagt man nicht, eingeritten. Sagt ja, man eingeholt. Ja. Und da ist so ziemlich viel Furore gesorgt und dann ist richtig losgegangen, oder? Ja, das war so am Beginn meiner Karriere und die Männer sind das also schon gewohnt, dass mir Frauen da mitreden und mitsiegen. Also die müssen sich warm anlegen. Ja, oder? Natürlich. Mhm. Und deswegen, das ist eigentlich bin's nicht das Thema. Okay. Frauen oder Männer oder so. Es gibt auch viele Pferde, die gezielt von Frauen geritten werden, weil sie sehr sensibel sind, weil sie vielleicht für einen Mann noch. Ich meine, das Pferd ist ja nicht ein Auto oder ein Motorrad, wo ich mir drauf sitze und noch Gas gebe. Mhm. Wenn es manchen so erscheint. Manche vielleicht würden das auch gern wollen, oder? So ist aber nicht. Es. Ja. Sondern man muss sich mit dem Tier ein bisschen einfühlen, ein bisschen auseinandersetzen. Jedes Pferd hat einen Charakter. Und das ist ja das Schöne an meinem Sport, dass man sich, dass es eine Zusammenarbeit gibt. Also schon fast eine Beziehung zwischen Pferd und Reiter. Ja. Also du trainierst deine Pferde auch. Mittlerweile, ja. Jockey machst du nicht mehr. Also deine Pferde reiten
andere Profi-Jockeys? Ja, je nachdem. Also Jockeys, das wären dann Berufsreiter. Meine Pferde reiten meistens Amateure, weil mir gefällt es auch, dass ich in andere Amateure die Chance geben kann, Pferde zu reiten, mit denen sie vielleicht einmal siegen und dann auch bekannter werden, weil es ist schon ein mühsamer Weg nach oben in unserem Sport. Das kann man schon vorstellen. Ein Mädchen um Pferde, das ist legitim. Ja. Ne? Ja, dann richtet man sich vielleicht mal ein Pferd, vielleicht auch zwei, aber einen ganzen Rennstall. Muss ja, das sein? Nein, es muss nicht sein. Es ist ja so, als Trainer kommen dann Besitzer von verschiedenen Pferden zu dir und sagen, möchtest du mein Pferd trainieren? Mhm. Und deswegen bin ich unter anderem auch bis zu fünf bis sechs Pferde groß geworden. Das heißt, weil du eben auch Pferde anderer trainierst, genau, pflegst genau, und renntauglich hinterher. Ja. Auf was legst du denn am meisten Wert? Also man hört die Unterschiede. Es gibt Doping, auch die unschönen Sachen in diesem genau Sport, weil man halt auf Biegen und Brechen vielleicht gewinnen will. Ist meistens der Hauptgrund. Wie gehst du damit um, mit dieser Sache? Ja, schon sehr kritisch, weil erstens die Leute, die bei mir ein Pferd einstellen, haben auch meine Philosophie. Weil das ist unbedingt wichtig, weil sonst kann man sich sofort überkreuzen. Und deine Philosophie ist? Für das Pferd. Okay. In erster Linie für das Pferd. Doping ist ein Thema in unserem Sport, natürlich. In welchem Sport ist das nicht? Ja. Aber weißt du, ich glaube, auf lang gesehen tust du dem Pferd ja noch nichts Gutes, wenn es über seine Grenzen geht. Weil es gibt auch für das Pferd einen Morgen. Ja. Und wenn er am nächsten Tag auf drei Beinen dasteht, weil er am Tag zuvor mehr gegeben hat, als er eigentlich kann, dann ist das ja nicht in unserem Sinne. Deswegen, es ist in Ordnung. Und da sieht man auch schon diese Liebe zum Tier, das strahlst du schon aus. Jetzt sehen wir die da ein bisschen in Aktion, wunderschöne Bilder. Und da sieht man schon, ihr beide seid eins. Da bist ja du auch drauf. Ja, hier in der da Mitte, in Orange, in Hamburg. Das war voll aerodynamisch. Ja. Wie fühlt man sich da? Wie schnell geht das jetzt ab, wenn es da? Ja, so 60 km/h kann das schon werden. Es kommt auf die Distanz drauf an. Mhm. In kurzen Distanzen geht es natürlich sehr schnell. Mhm. Und in längeren Distanzen, da ist noch mehr die Taktik gefragt. Nicht? Wenn du 2400 Meter oder auch bis zu 3000 Meter machst, dann ist es eine sehr taktische Geschichte. Also im Sinne, man kann nicht durchaus Vollgas machen. Nein, also das musst du dir perfekt. Und, und dann geht es ja wahrscheinlich wirklich so, dass man das Pferd gut kennen muss. Ja. Und zu wissen, wenn kann ich denn jetzt wirklich pushen. Ja, je besser du das Pferd kennst, umso größer sind deine Chancen. Wie alt darf so ein Pferd sein, wenn man noch. Das Vollblutpferd, was ja für unsere Rennen hauptsächlich genommen wird, nicht? Oder beziehungsweise ausschließlich genommen wird, das ist eigentlich ein junges Pferd. Das geht schon mit zwei. Zwei Jahre ist jetzt vergleichbar mit einem 13-, 14-Jährigen, sagen wir mal so, okay, im Menschenalter. Der geht schon mit zwei seine ersten Rennen bestreiten. Und da zum Beispiel ist es auch sehr wichtig, dass die Besitzer von diesen Pferden sich bewusst machen, dass sie ein sehr junges Pferd haben, das nur eine lange Karriere hat und das man schonen muss. Es ist schon in Ordnung, dass der einmal innischnuppert, zwei, drei Rennen. Aber immer langsamer. Genau, mit genau, mit Rücksicht aufs Pferd. Und dann mit drei, vier, fünf, das sind die besten Jahre für unsere Pferde. Und wie alt wird ein Pferd? Ein Pferd kann 35 werden. Und was macht denn so ein Rennpferd, wenn es dann nicht mehr eben Siege einfahren kann? Ja, und so? Was passiert es dann? Es hofft, dass sein Besitzer ihm einen schönen Rentenplatz findet. Und das ist bei dir um? Ja, nein, das versuchen okay wir immer. Okay. Immer. So, gute Pensionierung, also 30 ja Jahre Pension. Ja, das ist richtig. Ich glaube, ihr Freitag. Claudia, was wünschst du dir jetzt noch weiterhin für deinen Rennstall und deinen Pferden? Ja, viel Gesundheit für meine Pferde. Und die gehen ja jetzt, also meine Pferde müssen nicht das ganze Jahr durch aktiv sein, sondern im Winter haben sie dann meistens eine Pause von 2 bis 3 Monaten. Da wird nur Weide, nur Gras fressen, relaxen, kein Sattel, keine Leute. Wird auch nicht geputzt. Aber Urlaub das ist in den Alpen. Genau, oder auch in der Toskana, wo das Gras besser schmeckt im Winter als in Südtirol. Ja. Und ja, das sollen sie haben. Und dann für die nächste Saison wünschen wir uns natürlich, dass sie wieder voll angreifen, dass wir wieder ein tolles Team sind. Das wünschen wir euch gemeinsam. Danke. Claudia Freitag, das waren jetzt meine Fragen. Das Publikum darf ja auch.
im Galopp oder quasi im Galopp kommt die Manu jetzt mit den Karten. So, schauen wir mal. Genau. Wie wichtig ist der Charakter des Pferdes? Sehr wichtig. Sehr wichtig, gerade beim Rennpferd. Es ist ja, wie wir zuerst gesagt haben, eine Zusammenarbeit zwischen Reiter und Pferd. Und sie seien charakterlich sehr unterschiedlich. Und es gibt halt, wie bei den Menschen auch, manchmal schwierige Charaktere. Gibt's so damische, oder? Ja, das kennst du ja. Ja. Ich wache täglich mit deinen auf. Also. Singen vor mir im Spiegel. Ja. Und da ist es natürlich schon manchmal mühsam. Ja. Aber möchtest du das Geduld noch einmal gleich? Ja, das merkt man schon. Das ist schon die Körpersprache des Pferdes, was dir sagt, du nerv mich nicht. Und sagst du nachher, nein, jetzt, ich zeig's dir und bring dich hin? Oder sagst du noch, nein, nachher lassen wir's besser und nehmen wir einander? Ja, das braucht man viel Kompromissbereitschaft. Ist das, dass der Charakter vom Mensch mit dem Charakter vom Tier zusammenpassen muss? Ja, ich meine, wenn so ein Pferd auf so harte Leute trifft, die was noch sagen, Tierzeug ist jetzt, hell ist sicher nicht ideal. Nicht die Richtung. Nein, weil es hell ist. Ist nicht ideal. Das funktioniert nie. Mhm. Wie viel kostet dein bestes Rennpferd? Oh. Also Rennpferde gehen von bis. Also bis ins Unendliche. Wenn man auf die Auktionen schaut, was die Scheiche oft kaufen, da wirklich Millionen. Für ein Pferd? Für ein Pferd. Millionen. Okay. Und was bringt dann so, entschuldige, was bringt so ein Pferd dann jetzt bei so einem Sieg ein? Im Optimalfall auch Millionen, aber okay, das ist nicht immer so, weil in dem Moment, wo die das Pferd für die Million kaufen, hat es noch niemals eine Rennbahn gesehen. Mhm. Also, das ist nur, weil er vielleicht von diesen. Genau, das geht dann nur rein um die Linien. Ja. Genau, um die Eltern der Pferde. Also unser teuerstes Pferd war bei ca. 30.000 Euro. Und wir haben aber auch sehr günstige Pferde gekauft. Also das Pferd, mit dem wir einen Haufen Spaß gehabt haben, das habe ich 5.000 Euro gezahlt. Und wirklich viel Spaß gehabt und viele Siege. Mhm. Ja, also ganz verschieden. Also ein bisschen mitspielen. Ja. Gut. Perfekt. Claudia Fantas. Danke. Wie die fest im Sattel sitzt, habe ich gesagt. Gell? Musik hörst du gern? Hörst du gern Musik? Ja. Dann schicken wir jetzt die Barbara wieder auf die Bühne, bitte. Beim Reiten auch Zeit, Musik zu hören? Auch. Schon. Die Barbara kennst du auch? Schön. Und jetzt gibt es einen Song, der hat schon ein paar Sommer auf dem Buckel, aber ist immer noch super. Dennoch leben, den hat sie damals, glaube ich, mit dem Walter Mart geschrieben. 2001 gab es einen Videoclip, einen ganzen Verrückten, kann man noch auf YouTube einsehen, aber hier ist jetzt live. Barbara Zanetti mit Dennoch leben. Schweigen. Alles riskiert, Kompromisse probiert, benutzt und verkannt, fast ausgebrannt. Lust nochmals aufzubäumen, von kleinen Wundern träumen, in neue Welten abzuheben und dennoch leben. Nie aufgehört zu lieben, meist viel zu lang geschwiegen, bemüht endlos zu geben und dennoch leben. Hyänen vertraut, auch Lügen geglaubt, erloschen im Schein, verloren allein. Einfach selbst ignoriert, meist manipuliert,
und mit der Zeit durch Erkenntnis befreit. Lust nochmals aufzubäumen, von kleinen Wundern träumen, in neue Welten abzuheben und dennoch leben. Nie aufgehört zu lieben, meist viel zu lang geschwiegen, bemüht endlos zu geben und dennoch leben. Nochmals aufzubäumen, von kleinen Wundern träumen, einfach zu schweben und dennoch leben. Barbara Zanetti und Dennoch Leben im Duett an der Gitarre Chris Kaufmann. So. Ihr seid es ja alle wie ein sportlich. Also, ja, Reiten ist definitiv ein Sport, das haben wir auch gehört. Auch sehr intensiv. Ja. Trainierst du also Kraftkammer und so? Auch, ja. Lang, wenn also die Pferde laufen. Auf der Weide sind, bin ich im Fitnessstudio. Dann bist du im Fitnessstudio. Thomas, wissen wir, du trainierst viel. Die Barbara trainiert mit mir einen Halbmarathon, ja. Mal zwei, dass wir auf den Marathon hinkommen. So zu Hause spielt ihr auch so ab und dann so ein paar lustige Spiele? Gibt es das bei euch? Oh, grundsätzlich. Ja, ich nicht, du? Nein, eher nicht. Nicht erfinderisch geworden in der Quarantäne. Ja. Nee. Nee. Ich habe was für euch. Wir haben uns das einfallen lassen. Und zwar, jetzt gebe ich mal einfach eins weiter, vielleicht Covid-bedingt müssen wir das so mit Abstand machen. Kriegt jede eine und jeder. Und die verwenden wir jetzt nicht so wirklich als Mundmaske, sondern als Augenbinde. Spielen wir blinde Kuh. Oh. So, was anderes als wie Pferde, okay? Also jetzt bitte Jenke mal, macht es mal mit. Auf, ja. Wenn es irgendwie geht. Ja, es super. Geht. So. Schaut mal gut aus. Hey, wir werden zur Zwischenzeit die Utensilien hören. Holen. Probiere. Nee, nee, das ist definitiv. Ja, es schaut gut aus. Also, unser Kellner, der bringt ja normalerweise Getränke. Jetzt hat er ein Tablett mit einigen Utensilien drauf. Und wir spielen jetzt gemeinsam oder jeder einzeln für euch ergreift so einen Gegenstand und versucht ihn dann Barbara, zu wenn du erraten. Mal die Hände ausstreckst, noch du bist die erste Batze, genau. Ja. Was ist so? Da reden? Ja, ist schon Überraschung. Nimm mir etwas. Akustisch nicht verstanden. Also, jeder Gegenstand hat etwas mit einem von eng zu tun. Da sind sechs Gegenstände oben und jetzt müsst ihr es erraten, was das sein kann. Du kannst gerne auch laut erklären. Also immer schon das dokumentieren. Ja, ja, klar, das ist schon total einfach. Wieso denn? Ja, das ist ja logisch. Ich meine, ich habe ja Kapodastro im Ohren auf der Gitarre. So, genau Thomas. Thomas, bitte streck deine Hände aus und such dir was raus, was du vielleicht. Ein bisschen Aui? Ja, warm? Da, ja. Da? Ja. Ah, ja, das ist. Das ist zum Trainieren, zum Beintrainieren beim Schwimmen. Das ist leider richtig, gell? Ja. So. Sie haben auch ein genaues Richtige, da genau. Muschen, gell? Ja. So, jetzt ist die Claudia dran. Ah, ja. Ein Pferd. Es ja. Geht viel zu schnell. Machen wir noch eine Runde, das ist echt gut. Fangen wir vielleicht wieder bei der Barbara an. Ja, kannst du helfen? Passt so, ja. Barbara, du darfst das nächste nehmen. Kannst du das andere ablegen? Barbara, Hände ausstrecken. Ja, das ablegen und das nächste nehmen, ja. Ich finanziere mein Album. Ja. Thomas,
Das ist eher nichts. Aufheben, Getreidelei. Ja, das ist hart. Getreidelei. Das ist ja ein Eisenstickel. Nee. Keine Ahnung. Nein, das ist eher nichts für mich. Das ist eine Schwimmhaube. So, dann. Claudia. Schauen wir mal, ob du das kennst. Also, da kann ich dir jetzt einen kleinen Tipp geben, das kommt aus deinem Sektor. So professionell hat Jenk jetzt nicht hingeschaut. Da bringe ich mir keine Mundpfeile. Also, die Zähne zu feilen, weil das Pferd, dem Pferd wachsen allem so, wie soll man sagen, so scharfe Zacken seitlich und dann müssen die gefeilt werden. Und mit dem Ding ins Maul und so ratsch, ratsch, ratsch und dann seien die. Und die, ja, die halten dann so ruhig, oder? Ja, sagen wir mal ja. So, ich glaube. Herunter mit den Masken. Jetzt könnt ihr die Masken wieder runterfahren. Ihr habt das super gemacht. Spannend, wie ihr das genau, was es gebraucht habt, gefunden habt. Also, wie das, wie das der Zufall so will. Ja, wirklich. Gell? Barbara, du darfst die Maske auch ordnen. Barbara ist so froh, dass sie Kohle hat fürs neue Album. So, liebe Bauern, danke euch dreien, dass ihr das mitgemacht habt. Barbara Zanetti, dir wünschen wir noch viel Erfolg mit deiner Musik, dass wir sie auch hören dürfen in Zukunft. Ganz viele neue Titel. Barbara Zanetti und du spielst ins Neuen. Ich schicke mal auf dich, Dankeschön. Thomas Kofler, deine Wasserprojekte, dass sie dir gelingen und vor allem zur Pormette und den Kiel, oder? Genau. Claudia, bleib immer fest im Sattel und weiter mit deiner Liebe zu den Pferden. Herzlichen Dank, Claudia Freitag. Danke. Danke meiner bezaubernden Manuela Ramosa, Helian in Zapfsäulen, der Kellerkapelle Chris Kaufmann, Markus McMeyer und Andreas Marmsohler und natürlich Ihnen fürs Dabeisein. Und ein herzliches Dankeschön meinem Publikum hier. Super. Ja, jetzt gibt es gleich noch einen Song Run for Life von Barbara Zanetti auf die Ohren. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, bis zur nächsten Ausgabe von Tom's Keller Show. Barbara Zanetti, Run for Life! Changing something, moving on. Sometimes it's hard to overcome. I start running and everything flows. Along the road in sunshine, wind and rain, with nothing but passion in my veins, living everything.